Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft hier, ja, am Morgen. Ach, wunderschön hier in Hollywood natürlich, wo auch sonst. Und wir wollten ja hinten, hier da so, unseren kleinen Bauernhof bauen. Ha, ein Schild, was ich nicht lesen kann. Was steht da drauf? Warte mal. Oh, ist das hell. Schlechte Nachrichten für Tosni. Alles klar, gucken wir mal rein. Oh, ein Buch. Das müssen wir lesen. Unheil heißt das, okay. Hallo Tosti, großes Unheil ist im Anmarsch. Unsere Wissenschaftler haben einen Meteor entdeckt, der direkt auf dein Haus zufliegt. Oh nein, bitte nicht. Noch ist er sehr weit entfernt, dass wir den genauen Zeitpunkt des Einschlags nicht voraussagen können. Es können Stunden, Tage oder noch Monate sein. Dies kann man erst genau sagen, wenn der Meteor näher gekommen ist. Nur eines ist sicher, es wird diese Welt und alles darauf befindlich Lebende auslöschen. Genau. Aber wir haben eine Rakete, eine Rettungsrakete gebaut, die sich auf dem Haus von NOS 89 befindet und dein und das Leben der anderen retten könnte. Die Rakete steht jederzeit bereit, um diesen Planeten zu verlassen. Also sei vorsichtig, wir werden dich auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr wissen. Mit sorgenvollen Grüßen, NOS 89 PS. Der Meteor befindet sich in Richtung Villagerdorf. Er wird immer größer, je näher er kommt. Alles klar, wissen wir Bescheid. Das sind keine guten Nachrichten. Oh nein. Ich werde das Buch gleich wieder wegpacken. So, haben wir nie gesehen. Scheiß drauf. Okay, ein Meteor. Den werden wir uns mal schnell angucken. Warte mal, hier lang. Wie groß er denn schon ist oder wie nah er ist. Richtung Villagerdorf. Da oben ist er. Ein Meteor. Der sieht nicht so freundlich aus, ich glaube. Und das könnte so von richtungsmäßig... Passt das, glaube ich. Ach du Scheiße. Okay, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Oh nein. Aber es kann ja auch noch Monate dauern. Mal gucken, wie schnell der auf uns zukommt. Das werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Folgen, wie auch immer, erfahren. So, warte mal. Wir brauchen... Was brauchen wir denn? Warte mal, wir brauchen auf jeden Fall nicht so viel Scheiß, wie wir dabei haben. Mal ganz kurz gucken. Wir werden mal ein bisschen was ablegen. So... Holz brauchen wir zum Beispiel gar nicht. Warte mal, wo haben wir denn unsere tolle... Oh Gott, ey, diese sortierungsmäßige Sortierung ist wirklich Wahnsinn. Scheiße. Alles voll. Das ist echt super. Aber warte mal, wir können mal hier mal ein bisschen Quarz rausnehmen und das dafür reinpacken. Ja, so. Mal gucken, können wir das Quarz hier unten noch? Ja, ein bisschen wenigstens, aber nicht viel. Das können wir zu... Was macht denn hier ein Kohlestück, ey? Das braucht doch keiner da. Komm, packen wir mal schnell hier in den Ofen. Und die Erde brauchen wir eigentlich. Wenn wir da hinten hin wollen, aber Setzlinge, Samen... Könnten wir eigentlich auch gleich noch verwenden. Knochen brauchen wir auch nicht. Was haben wir denn Knochen dabei? Guck mal hier, da. Knochen, komm weg. Und weiße Wolle. Braucht auch kein Schwein. So, das haben wir. Die Hau können wir uns mal da hinpacken. Und wir hatten ja auch noch irgendwo eine Schabzacke. Achso, mit Effizienz bloß. Na gut, die brauchen wir nicht unbedingt. Ach Gott, wir brauchen unbedingt eine gute Spitzhacke noch. Je nachdem, wie viel Zeit uns noch bleibt. Und wir werden mal das hier schnell abbauen. Haben wir gleich mal ein bisschen Glowstone. Yeah. So, die Kiste bleibt erstmal stehen. Aber erstmal schön den Glowstone das mitgenommen. Jawohl, looten. Looten für die Welt. Haben wir noch irgendwo Glowstone? Ich glaube nicht, dass wir das schon irgendwo reingepackt haben. Doch, hier. Jawohl, 20 Glowstone. Das ist sehr, sehr schön. So, okay, wir haben Erde dabei. Dann können wir da gleich ein bisschen weiter bauen. Dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal so langsam rüber. Vorbei an der wunderschönen Karte. Oh, was ist denn da? BB Gaming. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wofür die Abkürzung steht. Ich habe es schon wieder vergessen. Entschuldigung, Dennis und Sascha. BB Gaming, scheiße. Warte mal, für was stand das nochmal, Dennis? Ich weiß es nicht mehr. Big Bang Gaming. Ah, sehr gut, dankeschön. Sehr gut, Big Bang Gaming. Auf Twitch, glaube ich, und auf YouTube bald. Die beiden Kollegen. Könnt ihr ja sie mal verfolgen. Was ist denn hier? Ein See? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ein Fluss durch den Wald? Was? Wofür? Der sieht total natürlich aus. Ich glaube, den müssen wir mal verfolgen. Ach so, NOS LP, ja, natürlich. NOS LP
Wer Bock hat auf geiles GTA-Zeug, was wir auch bald mal wieder zusammen machen werden, sobald ich die PS4 habe, dann auf jeden Fall bei NOS-LP und Anorema-LP vorbeigucken. Die machen das schon mal auf der PS4. Bloß ich bin halt noch nicht dabei, weil, ja, PS4 und so, ne? Wisst ihr ja Bescheid, Freunde. Das ist noch nicht so aktiv. Was haben wir denn hier? Eine Tür im Baum? Muss das so sein? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Warte mal, ich kann das Schild nicht lesen. Nutze den Aufzug nach unten. Ich bin versucht, die Bilderrahmen abzubauen. Und die Goldblöcke, Alter. Aber ich nutze erstmal den Aufzug. Wow! Alter! Oh, da habe ich mich gerade so ein bisschen erschrocken. Das war gerade ein bisschen krass. Alter, was steht hier so? Puh, gerade so überlebt. Ja, aber sowas von, na okay, ein bisschen Herzen hatte ich ja noch. Aber das ist, boah, Alter. Die Belohnung für den tiefen Fall. Viele Grüße, Jason Truscott und Noss. Oh Mann, die beiden. Oh, guck mal hier, können wir aus der Welt fallen. Das ist das bestimmt gut, ne? Ey, das sieht aber irgendwie ziemlich geil aus. Geil, okay. What? Alter, was ist denn das für ein geiler Gang hier? Ich würde sagen, das ist unsere Belohnung, ne? Sind das Markte? Ach nee, es sind Diamanten. Ach du Scheiße, wie geil ist das denn? Boah, erstmal looten. Looten, 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 looten. Geil. Ja, ich würde sagen, Diamantprobleme. Ich würde sagen, wir können uns jetzt mal eine Diamantrüstung machen. Alter, wie geil. Scheiße, dass wir keine Glücksspitzhacke haben. Die haben mich noch vorgewarnt. Ich soll doch eine Glücksspitzhacke mitnehmen. Tja, habe ich leider nicht. Ja, jetzt seht ihr. Toll. Hat sich voll gelohnt dann. Aber wir haben immerhin, ich meine, 16 Diamanten, alter Schwede. Das ist fast so viel, wie wir in den ganzen Höhlentouren insgesamt geholt haben. Das ist ziemlich nice. Boah, hier ist eine Decke. Nehmen wir auch noch schnell mit. Easy, nice. Sehr geil. Großes Dankeschön dafür. Und ich glaube, hier geht's wieder hoch. Zum Glück dauert das bestimmt gar nicht lange, diese Leiter hier hochzulaufen. Großes Dankeschön auf jeden Fall an euch beide. Das ist sehr, sehr geil. Vor allem, wenn wir hier uns bald aufmachen müssen. In eine neue Welt vielleicht. Dann können wir jede Ausrüstung gebrauchen. Wer weiß, was uns da erwarten wird. Aber nähere Informationen kommen dann später. Oh nee, es regnet. Oh nein. Und es ist Nacht. Wo führt denn das hier lang? Oben war ein bisschen Gras, das heißt, wir sind nah unter der Oberfläche. Hier kommen wir. Hier kommen wir raus. Scheiße. So früh. What? Das ist ja direkt neben unserem Haus. Lol. Es ist gut versteckt, muss ich sagen. Gut versteckt. Vor allem hier. Oh. Ist das ein Creeper? Ein Creeper, das gibt's ja wohl nicht. Ohne Spinny. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir rennen, wir rennen, wir rennen. Alter, großes Dankeschön an euch beide. Es regnet scheiße. Mal gucken, ob wir den Wettergott besänftigen können mit einem schönen Wettertanz. Wettertanz, Wettertanz. Hui. Mach uns schönes Wetter. Mach uns. Okay, es funktioniert nicht. Ja, es funktioniert. Yay! Der Wettertanz. Wettertanz-Zombie. Bam, Junge. Voll in die Rübe gehauen. Ja, geil, ey. Da hat der Wettertanz das erste Mal funktioniert, ohne dass ich selber was machen musste. Sehr, sehr geil, so muss das. Oh ne, Mini-Zombie. Ah! Geh weg. Geh weg, geh weg. Stirb. Wie ist der hier schon wieder? Achso, vom Dach wahrscheinlich. Weil wir haben ja so professionell unser Dach nicht fertig gebaut. Dass das mal gut passieren kann. Und die Sonne geht unter. Nachdem wir einen aufregenden Tag hier hatten. Wow. Das fand ich echt schon ein bisschen geil, muss ich sagen. Boah. Hammer, hammer fett. So. Ja. Oh nein! Das kann nicht wahr sein! Alter. What? Mit zwei Herzen bloß überlebt? Jetzt habe ich bestimmt... Ich hatte sogar noch Rüstung. What? Alter. Mit zwei Herzen, ich hatte volles Leben. Wie geht das denn? Nee, jetzt... Ich will nochmal nach oben gucken. What the fuck?
Spinny! Na? Da ist noch eine. Tot. Alter, wie der uns weggesprengt hat. Mega hoch geflogen, ey. So ein Dreck. What the fuck? So, jetzt haben wir es Nacht, das ist scheiße. Mal gucken. Ah, sind ein paar Leute auf dem Server. Ach komm, schlafen tun wir jetzt nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Das war der Taktanz. Nochmal nachträglich. Yay, Taktanz hat auch funktioniert. Auch wenn Tag früher kam, aber das ist ja egal. Geil. So, aber jetzt können wir uns wirklich endlich mal unserem What the fuck? Was? Wo kommen die ganzen Zombies? Ich glaube, dieser Planet ist verflucht, ey. What the fuck? Woher kommen die ganzen Zombies? Sterbt alle! Voller Angriff! Hui. Alter, wie viele! Sterbt alle! Day of the Living Dead, auf jeden Fall, ey! What the... Sterbt alle! Es gibt auf die Fresse heute frei Haus! Alter, wie viele! Oh Gott, what the fuck, und alle sind im Wasser. Ich lock die mal alle an Land, ich glaube, das ist ein bisschen easier zu kämpfen. Och nee, und noch ein Creeper! Den schalte ich jetzt so aus. Stirb, Creeper! Jawohl! Kommt her! Ich bin bereit zu kämpfen. Wupp, da war einer. Hier kommt auch einer. Oh, ich treffe so gut. Ich sollte PvP-King werden. Hui! Das war ziemlich knapp. Sterbt alle. Ihr habt es nicht verdient, hier zu sein. Draufhauen. Kommt her! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Oh, das gibt bestimmt ein paar Level. Wo sind die alle? Levelchen! Boah, Alter, wie viele! Aha! Ich laufe hier mal ganz entspannt durch. Hier sind ja ein paar Level, ne? Nehmen wir doch gerne alles mit. Das ganze Rottenflash, ey, das kann man eh nicht gebrauchen. Kommt her! Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Sterbt alle! Ihr fiesen, monströsen Zombies! Alter Schwede! Stirb! Nein, jetzt habe ich es zu. Eine schöne Zuckerrohr. Warte mal, wo haben wir es denn? Hier haben wir es. Machen wir hier mal ganz kurz. Bevor der Zombie hier ankommt, hauen wir dem nochmal aufs Fressbrett. Alter, wie viele Zombies das waren. Das war unglaublich. Alter, ich glaube, so viel Action hatten wir noch nie in der Aufnahme. Erst so ein Mega-Tempel finden und jetzt, dann der Meteorit. Also erst der Meteorit, dann der Tempel und dann die Zombie-Armee. Die vom Meteoriten bestimmt, vom Meteoritengott geschickt wurde. Alter, jetzt sind wir schon Level 19, das ist ziemlich geil. Boah, was ein Tag hier. Boah, was eine spannende Folge. Unglaublich. Oh, eine Karotte. Dankeschön dafür, auch wenn wir schon eine haben. Ah, ich finde es eigentlich ein bisschen traurig. Dass dieser Meteorit, den wir gerade nicht sehen. Warte mal, kriege ich das irgendwie eingestellt? Mal gucken, wenn ich mal auf 26 mache, ob ich dann noch spielen kann. Ich weiß es nicht. Dann sehen wir den Dings auch nicht. Warum kann ich den dann trotzdem nicht sehen, den Meteoriten? Das ist frech. Das finde ich richtig frech. Dann können wir wieder runterstellen. Wenn das eh nicht lädt, was soll's. So, warte mal hier, 20. Fertig. Sehr schön. Also, es sah ja wirklich ein bisschen frech hier. Immer dieses Minecraft. Ja, ergibt sich ja jetzt gerade vielleicht so ein bisschen drüber zu sprechen. Nee, obwohl, das mache ich. Mache ich das hier jetzt? Warte mal, ich warte nochmal 2 Minuten, dann beginnt nämlich die neue Folge. Und dann, obwohl, nee, das... Nee, das sage ich jetzt noch nicht. Das mache ich erst dann wirklich, wenn es soweit ist. Gab jetzt aber halt natürlich, ne, für euch schon ein paar kleine Hinweise. Aber ob es dann soweit sein wird, wer weiß. Dieser Meteorit, der wird auf jeden Fall noch spannend für uns werden. Ach scheiße, jetzt haben wir die Diamanten bei. Boah, jetzt muss ich nochmal zurück. Verdammt. Der wird auf jeden Fall noch interessant für uns werden. So viel kann ich euch versprechen. Weil irgendwas müssen wir gegen ihn machen. Aber wenn der so voll so raufrauscht, dann vor allem, wenn der war ja jetzt noch richtig weit weg. Wenn er richtig groß wird, dann wird es die Welt wohl hier so, wie sie ist, nicht mehr geben. Und das wäre nicht so schön. Beziehungsweise vielleicht wird es auch Zeit. Vielleicht ist das
doch. Oh, hier ist noch XP.